Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem Adventskalender-Unboxing. Und zwar packen wir den Essence Merry Everything and Happy Always Adventskalender aus. Für 29,99 €. Und wir gehen gemeinsam Türchen 1 bis 24 durch. Ich sortiere den Inhalt nach Haufen. Dover, mittlerer, guter Haufen. Zeige euch am Ende nochmal den gesamten Inhalt und sag euch, wie ich den Kalender bewerte. Ja, darum geht's heute in dem Video. Lasst uns anfangen. Ich lese euch jetzt einmal online vor, was da so steht. Hinter dem Packaging mit cuten X-Mas-Details verbergen sich 24 limitierte Produkte, die einen kompletten Look kreieren, sowie einige praktische Tools. Mit diesem Adventskalender bleiben keine Wünsche offen. 29,99 € geteilt durch 24 Türchen heißt so ein Warenwert von 1,24 € pro Türchen. Wäre cool. Oder eins halt hoch, eins niedrig, je nachdem. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Und dann würde ich sagen, packen wir ihn mal aus und schauen wir mal. Digis, ich werde irgendwann für Purish, dass ein Partner von mir einen Rabattcode haben. Die werden auch Essence Catrice Kalender haben. Ich weiß nicht wann. Falls es ist, wenn das Video hier online kommt, schreibe ich euch das in die Infobox. Das ist aber hier selber bezahlt. Das ist jetzt kein bezahltes Kooperationsvideo oder so. Wird ja auch da stehen. Fällt mir nur ein. Ich weiß halt nur nicht, wann sie es haben. Ich weiß, dass sie mir gesagt haben, irgendwann kommt es. Dass ihr das wisst. Also guckt in die Infobox. Vielleicht findet ihr einen Rabattcode. Vielleicht nicht, weil ich weiß halt nicht, welche Essence und Catrice Kalender sie kriegen werden. So sieht der Kalender ein bisschen vom Design aus, dass ihr das auch mal gesehen habt. Und wir beginnen mit Türchen Nummer 1. Digi, so viel Kalender, wie ich öffne, achte ich wirklich auf alles. Das macht mich echt, also mittlerweile zur Spezialistin. Das Erste, was mich aufregt, ist, dass die Qualität der Türchen, und das sehe ich schon am ersten Türchen, nicht geil ist. Das heißt, der geht schnell kaputt. Du musst vorsichtig sein beim Öffnen. Ich zeig's euch, weil ich bin immer vorsichtig. Guck mal, du hast hier klar so eine Lasche zum Reindrücken, damit du das Türchen öffnen kannst. Aber er ist halt hier außen nicht so geil gestanzt. Und ja, genau, solche Fehler können dann passieren. Er hat halt so ein Plastikkram drinne. Das macht es auf jeden Fall schwieriger, dass ihr das schon mal wisst. Türchen Nummer 1 ist ein Eyeshadow and Brow Highlighter in einem sehr, sehr schönen Ton. Das ist für mich definitiv ein schönes Türchen. Das kann man als Lidschatten benutzen oder als Highlighter. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wundert euch nicht, ich swatche nur Sachen, wo man wirklich nicht sicher ist, welche Farbe es sein könnte, damit alles, was ich nicht swatche, in meinen Verlosungskisten landet. Das ist für mich ein erstes, schönes, gutes Türchen. Das kommt für mich definitiv auf den guten Haufen. Türchen 2. Türchen Nummer 2 ist ein Lippenstift, ein matter Lippenstift in einem sehr, sehr schönen pinken Ton. Nicht so ein quietschiges Pinky Pink oder irgendwas, sondern so ein schöner, sommerlicher, knalliger, aber nicht zu knalliger Ton. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das ist ein Produkt, da können, denke ich, die meisten was mit anfangen. Das ist auch eine Farbe, die würde ich tragen. Das ist auch eine Farbe, die steht den meisten. Sehr schönes Türchen Nummer 2. Deswegen natürlich auch guter Haufen. Türchen Nummer 3. Türchen Nummer 3 ist ein Mini-Matt-Nagellack in so einem hellen Creme Ton, so ein ganz leichter Roseton. Gefällt mir auch gut, ist ein schöner Nagellack. Ist auch ein Nagellack, wo die Farbe matt für mich sinnvoll ist. Ist auch eine Farbe, die ich mir bei den meisten vorstellen kann, dass die meisten das mögen. Deswegen auch guter Haufen. Türchen Nummer 4. Türchen Nummer 4 ist ein, ich nenne es Pisspinsel. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Sehr kleiner Pinsel. Ich persönlich mag keine Pisspinsel. So, das muss man bedenken. Ich bin aber mit meinen Bewertungen sanfter und netter geworden und gucke, ob sie für mich Sinn machen. Das hier ist ein Eyeshadow-Pinsel. Das ist auch ein Pinsel, den kannst du dann vielseitig verwenden. Wenn du vielleicht auf Reisen bist und keinen großen Pinsel mithaben möchtest, den könntest du verwenden, um mit Concealer abzudecken. Du kannst ihn für Lidschatten so ein bisschen verwenden. Das macht für mich Sinn. Deswegen kommt er auf einen guten Haufen, auch in so einem schönen, süßen, weihnachtlichen Design. Auch wenn ich persönlich so Pisspinsel gar nicht mag, sondern einfach normale Größe. Aber für so unterwegs, auch die Art vom Pinsel, die es ist, macht für mich Sinn. Deswegen guter Haufen. Türchen 5. Türchen 5 ist ein Brow Fixing Gel. Das ist für mich auch ein Produkt, das macht Sinn. Kommt auf einen guten Haufen. Durchsichtig, Augenbrauengel, macht Augenbrauen eigentlich immer recht schick. So, selbst wenn jemand sich nicht schminkt, ist das etwas, was man da, finde ich, ganz gut verwenden kann. Manche benutzen das auch als unsichtbare Mascara. Finde ich sehr cool. Ist auch ein sehr schönes, süßes Design. Kommt halt drauf an, wenn es so Limited Editions nur für den Kalender sind, kann es halt auch Schrott sein. Weißt du, wie ich meine? Aber hier ist das für mich ein sinnvolles Produkt, was deswegen auch auf den guten Haufen kommt.
Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Türchen Nummer 6, der Nikolaus, ist ein Mini Face Perfecting Puder, ein transparentes Puder mit leichten Schimmerpartikeln für ein Healthy Glow. Das ist für mich auch ein sinnvolles Produkt, das kommt auch auf einen guten Haufen. Kannst du benutzen, wenn du einen schönen Glow haben möchtest. Kannst du benutzen, um deinen Lidschatten zu setten und sonstiges. Auch hier für mich ein schönes Produkt, das auf den guten Haufen kommt. Türchen 7. Türchen 7 sind Nagellacksticker. Schreibt mir mal in die Kommentare, wo ihr Nagellacksticker hinpacken würdet. Die haben so ein weihnachtliches Design mit so Bäumen und Kugeln und sowas. Ich würde gerne öfter sowas benutzen, habe aber nicht die Geduld dafür. Wenn ich jetzt in meinem Umfeld gucke, fallen mir vielleicht ein, zwei Personen ein. Ich habe ja immer dieses System, ich überlege so 10 Menschen, was würden die sagen in meinem Umfeld. Ist kein blödes Produkt, ist auch kein super geiles Produkt. Ich könnte nichts damit anfangen, auch wenn ich es gerne würde. Ich packe es jetzt auf die Mitte. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich lese immer alle eure Kommentare. Und anhand dessen erweitere ich meine Bewertungskriterien und mein Bewertungssystem. Türchen 8. Türchen 8 ist ein transparenter Lip Liner. Definiert die Lippen und verhindert das Auslaufen der Farbe. Habt ihr Erfahrung mit sowas? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe damit keine Erfahrung, keine Ahnung. Ich tue es jetzt in die Mitte, weil ich könnte nichts damit anfangen. Und in meinem Umfeld wüsste ich jetzt auch niemanden. Und ich wüsste auch nicht, wofür du es sonst vielleicht benutzen willst, wenn du halt keinen Lippenstift benutzt oder so. Weißt du, wie ich meine? Deswegen Mitte. Türchen Nummer 9. Türchen Nummer 9 ist ein Schimmerlipgloss mit Pflege in so einem leichten, also Orangeton. Ach, ich swatche immer, ob er hübsch ist oder eher nicht so hübsch. Ja, okay, das ist so ein ganz leichter Schimmer mit so einem ganz leichten Aprikostich. Doch, das ist okay, weil wenn es jetzt so knallpink wäre, wäre vielleicht auch nicht für jeden was. Lippenpflege kommt für mich eigentlich auch immer auf einen guten Haufen. Dann noch so ein schöner Lipgloss mit ganz wenig Farbe. Passt auch zu der Zielgruppe, die ich mir für so einen Essence-Kalender vorstelle. Deswegen guter Haufen. Türchen Nummer 10. Türchen Nummer 10 sind so Face and Nail Pearls. Chardash benutzt sowas, ne? Wenn man so Lust hat, so schminkmäßig kann das schon süß sein, aber sonst kenne ich niemanden. Kommt für mich auf die Mitte, könnte ich jetzt auch nichts mit anfangen. Türchen 11. Türchen 11 ist ein Pisspinsel. Der ist dazu da, um deine Augenbrauen vielleicht in Form zu kämmen oder um damit in Augenbrauenseife zu gehen. Ist okay, kommt für mich auch auf einen guten Haufen. Ist sinnvoll, wenn du vielleicht unterwegs bist oder auf Reisen, weil es macht schon einen großen Unterschied, ob du deine Augenbrauen in Form hast oder nicht. Guck mal, wie der jetzt mittlerweile aussieht. Und egal, wie ich versuche, ein Türchen zu öffnen, es beschädigt halt andere. Und dann siehst du auch so ein bisschen bei manchen Türen dann so, was vielleicht beim anderen Türchen ist. Das finde ich ein bisschen schade. Ich meine aber, dass ich dieses Problem schon öfter bei so Essence-Kalendern hatte. Weißt du, wie ich meine? Und durch dieses Plastikding drinnen hast du es manchmal auch ein bisschen schwer, die Sachen rauszuholen. Ich meine, okay, für 30 Euro, was will man erwarten? Wobei ich finde auch 30 Euro für einen Kalender so, Bro, hä? Aber ich muss sagen, mittlerweile, man merkt halt schon so, 30 Euro ist nicht viel für einen Kalender tatsächlich. Was eigentlich krass ist, weil eigentlich ist das viel. Aber da können sie vielleicht nicht auf die Auspackqualität achten. Ich weiß nicht. Sind wir jetzt schon bei Türchen 12? Ja, krass, Halbzeit. Das flutscht hier aber schnell durch. Türchen 12 ist ein Mini-Nagellack in einem ganz dunklen Rot-Braun-Ton. Ist für mich ein gutes Produkt, ist für mich eine Farbe, wo ich mir vorstellen kann, dass sie bei vielen genutzt wird. Ist aber ein sehr schwerer Ton. Also hier kommt es sehr auf die Qualität vom Nagellack an. Das kann ich leider nicht beurteilen. Ist aber ein schönes Produkt mit einer Farbe, die wohl die meisten ansprechen würde. Deswegen guter Haufen. Türchen 13. Türchen 13 ist eine Holo Face Mask Caring and Moisturizing. Gesichtsmasken sind für mich auch immer schöne Produkte. Die landen immer auf einem guten Haufen. Auch hier so eine schöne Gesichtspflege, schöne Maske. Ist für mich auch immer guter Haufen. Wenn ihr was ganz anders als ich bewerten würdet, schreibt es gerne in die Kommentare. Türchen 14. Türchen 14 sind so Eyeliner Stencils. Also weiß ich nicht. Kann ich jetzt nichts mit anfangen? Ja, und nee, halte ich gar nichts von. Also solche Dinger packst du dann irgendwie dran und dementsprechend soll dann dein Eyeliner klappen. Ich würde es jetzt gerne machen, aber ich bin jetzt noch später unterwegs und das will ich mir jetzt nicht hier komplett verkacken. Schreibt mir gerne, wenn ihr es anders bewerten würdet, ist für mich ein doofes Produkt. Türchen 15. Türchen 15 ist ein Kajalstift in Weiß. Ist auch mal was Spannendes, kommt für mich auf einen guten Haufen, kannst du auch gut für deine untere Wasserlinie benutzen, öffnet dann dein Auge optisch und so, kannst du auch oben benutzen. Ist für mich ein schönes Produkt. Guter Haufen. Türchen 16. Türchen 16 ist eine sehr kleine Haarspange in einem süßen Rosaton. Kommt für mich auf einen guten Haufen. Ich meine, okay, Bruder, wie viele Haare willst du damit festhalten? Aber vielleicht, wenn man hier oben was festhält oder aus dem Gesicht macht oder einfach so hinten ein paar Strähnchen zusammensteckt. Auch bei kurzen Haaren ist sie auch passend für gemacht. Außer sie sind halt zu kurz, dass du da nichts mitmachen kannst. Kommt für mich auf einen guten Haufen. Ist ein süßes Produkt. Türchen 17. Türchen 17 ist ein Golden Highlighter in dem Ton. Ist für mich auch ein gutes Produkt aus demselben Grund wie
wie der erste Highlighter. Kannst du als Highlighter benutzen, kannst du als Eyeshadow benutzen. Ist für mich ein sinnvolles, schönes Produkt. Deswegen guter Haufen. Und das ist so ein Allrounder-Produkt, weißt du. Ist jetzt nicht so ein krank, funky Highlighter, der vielleicht nicht für jeden was wäre, sondern so ein Ding, was halt die meisten vielleicht so anspricht. Türchen 18. Türchen 18 ist eine herzförmige Nagelfeile. Und ihr wisst, ich habe eine Schwäche für Herzen, aber ich habe auch eine Schwäche für Produkte, die praktisch sind. Und diese Nagelfeile ist oben, wo das Glitzer ist, kannst du knicken und unten ist sie sehr grob. Wenn du also feine Nägel hast, zum Beispiel wie bei mir, also das ist so eine viel zu grobe Nagelfeile, als dass du ordentlich damit schön feilen kannst. Deswegen für mich persönlich doofer Haufen, weil damit machst du dir die Spitzen von deinen Nägeln jetzt nicht so viel besser tatsächlich. Türchen 19. Türchen 19 ist ein Schimmerlipbalm. Lippenpflege ist für mich auch immer ein gutes Produkt. Guck mal, so ganz auf dezent. Das kommt für mich auch auf den guten Haufen. Türchen 20 kommt jetzt. Türchen 20 ist auch ein Pisspinsel in so einer Form. Kommt für mich auch auf einen guten Haufen, weil die Form sinnvoll ist. Zum Beispiel ein Eyeliner-Pinsel würde ich nicht auf einen guten Haufen tun. So. Weißt du, damit kannst du auch, du kannst mit Concealer arbeiten, du kannst sogar an den Augenbrauen ein bisschen arbeiten. So für einen Eyeliner feiere ich solche Pinsel nicht, aber das ist einer, den kannst du auch gut auf Reisen benutzen. Ist relativ sinnvoll von der Form, deswegen guter Haufen. Türchen 21. Türchen 21 ist ein Mini-Matt-Nail-Topcoat. Überlack kommt für mich auch immer auf einen guten Haufen. Matt benutzen nicht so viele wie Glossy, aber vielleicht probiert man es dadurch mal so ein bisschen aus und experimentiert rum und so. Ist für mich auch ein schönes Produkt, deswegen auch guter Haufen. Manometer flutschen wir hier durch, doch. Türchen 22. Türchen 22 ist ein Glitter-Augenbrauen. Pinzette. Ja, ist süß, auch vom Design. Ja, ist klein, aber Bruder. So, ich probiere mal, Härchen zu zupfen. Ja, okay. Er zupft auch feine Härchen. Also ich bin halt durch meine Hand ein bisschen vorbelastet, ne? Ich könnte damit nicht lange arbeiten, weil ich hatte ja hier meine Hand-OP und dadurch wird mir das irgendwann wehtun. Aber okay, er zupft feine Härchen. Deswegen kommt er auf einen guten Haufen. Ich habe extra Tests gemacht. Türchen 23 und damit das vorletzte, aber auch größte Türchen in diesem Kalender. Türchen 23 sind Under-Eye-Pads. Ich persönlich liebe Under-Eye-Pads, benutze sie immer genauso wie Tuchmasken. Jeder hat mal angeschwollene Augen und kann sowas bestimmt gebrauchen. Dann in so einer süßen Herzform. Kommt für mich auch auf den guten Haufen. Türchen 24 und damit der Heiligabend und das letzte Türchen von diesem Kalender. Wo ist es? Es ist versteckt, aber ich habe es gefunden. Türchen 24 ist ein Lippenöl, auch Lippenpflege, wie gesagt, guter Haufen. Ich hätte mir irgendwas anderes gewünscht. So eine Mascara wäre nochmal ein Knaller oder so gewesen. Ne, aber jetzt so, weil drei Lippenpflegesachen, so Bro, chill bisschen. Ist okay, kommt auf einen guten Haufen, aber ich hätte mir irgendwas anderes in eine andere Richtung vielleicht nochmal gewünscht. Ja, aber an sich gutes Produkt. Guter Haufen. Ja, ich zeige euch jetzt mal meine Häufchenverteilung. Ich zeige euch meine Haufen. Der wird nie alt. Und den gesamten Inhalt nochmal. Hier seht ihr nochmal den Inhalt vom Kalender. Das ist der gute Haufen, das ist der mittlere Haufen und das ist der doofe Haufen. Wir haben jetzt insgesamt 5 Produkte, die ich persönlich nicht auf den guten Haufen tun würde. Hier einfach diese Nagellacksticker-Geschichten und so. Der transparente Lipliner, diese Eye-Pencil-Dinger, ja, diese Form und dann halt diese Nagelfeile, die für mich jetzt nicht sinnvoll ist, außer du hast vielleicht krasse Kunstnägel. Was ich aber eigentlich nicht erwarte, wenn jemand so einen Nagel, also so einen Essence-Kalender holt, das ist ja für mich eigentlich eher so eine jüngere Zielgruppe. So könnt ihr es besser sehen. Ansonsten ist das der gute Haufen. So, das heißt, du hast 19 Sachen laut meiner Bewertung auf dem guten Haufen. Ich finde, es ist okay. Mittlerweile für 30 Euro, sage ich euch ganz ehrlich, kenne ich viele Kalender, die um einiges schlechter wären. Ich kenne aber auch welche, die ich persönlich jetzt besser finde. Ich finde, für die Zielgruppe ist das ganz süß. Wenn du eine Tochter im gewissen Alter hast, ist das ein süßer Mädchenkalender. Die, ne, so, das kommt, glaube ich, ganz gut an. Da muss man wirklich für sich entscheiden. Ich finde ihn halt eher geht so. Er ist nicht komplett krass, er ist nicht komplett doof, er ist so, ja, eine 2, eine 3, ja, 2 minus, eine 3, irgendwie so. Schreibt mir gerne mal, was ihr denkt, so für den Preis, okay, ich kenne auch so No-Name-Kalender mit viel, viel schlechteren Produkten. Ich kenne aber halt auch welche, die einfach ein bisschen besser sind. Ja, moin, das fühlt sich an, also gefühlt ist das immer die typische Bewertung bei diesen Essence-Kalendern. Nicht bei den Do-It-Yourself-Kalendern, aber bei denen, wo man halt was rausholt. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Ja, Digis, würdet ihr euch den Kalender kaufen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen nach oben zu diesem Video freuen. Und ja, ansonsten war es das auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.